Eine Erfolgsmeldung ist heute aus Krummenab gekommen. Gestern hatten wir Ihnen über die zwei erfolglosen Versuche berichtet, den Schornstein einer ehemaligen Porzellanfabrik abzureißen. Heute Morgen ging das Duell in die dritte Runde und es konnte schließlich Vollzug gemeldet werden. Mit einem stabileren Seil als zuvor hatte der mehr als 40 Meter hohe Kamin dann keine Chance mehr. Es war eben echte Oberpfälzer Wertarbeit.